Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wario Land, Super Mario Land 3. Und wir machen weiter mit der Boss-Stage vom Stove Canyon. Die Stage, wo ich glaube zu wissen, dass der Boss mich ziemlich abfucken kann. Weshalb ich hier auch ausnahmsweise mal den Mittelpunkt verwendet habe. Damit wir eben den Anfang von der Stage nicht ständig sehen müssen. Beziehungsweise damit ihr den nicht ständig sehen müsst. Mir wäre es egal. So. Und ich hoffe ja wirklich, dass das der Boss ist, an den ich denke. Ansonsten muss ich das nochmal machen. Mit dem Mittelpunkt. Und das will ich eigentlich vermeiden. Wie gesagt, nach Möglichkeit möchte ich den eigentlich gar nicht verwenden. Außer es ergibt wirklich Sinn. Und jetzt aktuell ergibt es Sinn. In dieser Stage hier. So. Schauen wir doch mal. Hopp. Weg. Okay. So. Ah, jetzt fällst du auch zu dem Zeitpunkt runter, wo du runterfallen sollst. Sehr schön. Ohne mich abzufacken. Und... ah, verdammt. Es ist nicht der Boss, an den ich gedacht habe. Na gut. Oh. Ah, verdammt. Also ich muss, die Geschosse, die er hier aus seiner Nase schießt, die müssen einmal aufkommen, dann kann ich sie abfangen und dann muss ich sie ihm gegens Gesicht schmeißen. So, das Ganze dreimal, wie es bei jedem Boss der Fall ist. Drei Treffer und dann hat sich das auch erledigt. Und, ja, er berührt hier meinen Boden immer wieder mit seiner Zunge. Einmal berühren ist noch kein Problem, beim zweiten Mal ist dieses Feld auf dem Boden dann weg. Ach, komm schon. Da seht ihr es. Okay, kein Problem. Ich hab ihn. So, das macht sich jetzt natürlich mit dem Münzensammeln hier ein bisschen scheiße. So, sehr gut. Das lief doch ganz ordentlich. Wunderbar. Und wir sind bei 2000 und ein bisschen was. Oh, 69. 69. Okay. Sag ja schon nix. Hier der Boss wird's gewesen sein. Oder? Nee. Nee, in der nächsten Welt dann. Ich erinnere mich wieder. Ja. Na super. Genau zum falschen Zeitpunkt ist das Viech in der Eule gelandet. So dass ich damit auch nichts mehr anfangen konnte. So, hallo Eule. 1, 2. Na, 3, dankeschön. So. Hier, die Viecher sehen nicht nur aus wie die Manche aus Super Mario Land, Super Mario World, ja, das sind die Manche aus Super Mario World, beziehungsweise die agieren hier genauso. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier kriegen. Oh, ein Herz, sehr schön. Ein Herz für Kinder oder so. Ein Herz für Wario. So, ich glaube, genau, hier ging es hoch. So. Ja, der Block wollte uns was anzeigen. Gut. Dann haben wir hier Drachenpower. Nicht, dass ich die haben wollte. Ach, die Teile. Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Scheißteile. Na gut. So. Genau, hier ging es jetzt irgendwo. Hier eine Tür, wo ich dann den Schlüssel bekomme. Irgendwo hier hinter. Und, ja, da ist das dazugehörige Schlüsselloch. Nein. Nein. Wahrscheinlich im letzten, den ich öffne. Im letzten Weg. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Da. So. Schauen wir doch mal. So, zunächst mal hier rein. Weil woanders kommen wir noch nicht hin. Dann wollen wir hier das Wasser wieder einschalten. Das hier ist zwar physikalisch kompletter Bullshit.
dass das Wasser hier so weit nach oben geht und dort auf der anderen Seite nicht mehr. Aber hey, was soll's. So. Und so. Ich glaube, wir wollen den auch zwingend wieder umschalten. Weil ansonsten hier irgendwo was versperrt ist oder ähnliches. Habe ich zumindest noch so im Kopf, dass das so wäre. Außerdem fallen wir dann schneller nach unten und sind damit schneller wieder hier. So. Bitteschön. Und wir bekommen einen Dolch. Ein Opferdolch. Bestimmt ein Opferdolch. Der sich auf Position I einreiht. Und wir haben immer noch nichts vergessen. Oh, wunderbar. Ich finde es schön, dass sich die wirklich in der Reihenfolge ja, einsortiert, in der man die finden würde. Oder in der man, ja, wie die in Leveln vorkommen, sag ich mal. Weil dann hat man hier... Oh. Okay, ich nehme den Drachen mit. Dann hat man dadurch einen kleinen... ja, eine kleine Überprüfung für sich selbst, ob man alles gefunden hat oder nicht. Was ich sehr angenehm finde. So, da drüben ist nichts weiter, okay. Da, die bei der Tür ist auch kein Secret. Haben wir hier, oh, hier haben wir einen Jet. Den nehme ich doch viel lieber. So. So. Okay, was haben wir hier noch? Ein Herz. Nehmen wir auch mit. So, sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. So, hier gehen wir jetzt durch wieder. Und dann in Kurs 27. Übrigens, weil ich es vorher noch nicht erwähnt habe, die Welt hier ist die SST Cup. Man konnte es zwar auch so schon lesen, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht erwähnt und das habe ich ja bisher eigentlich immer gemacht. Von daher habe ich es jetzt auch nochmal erwähnt. So. Der einzige Grund, warum ich den Namen nochmal genannt habe. Ups. Mistviech. Darf ich nochmal zurückschwimmen, um meine Jetpower zurückzukriegen, ey? Na gut. Hier, so. Wunderbar. Na dann. So, hopp, hopp. Nein, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht. Bloß dran vorbeischwimmen. Sehr gut. So. Manche mögen unter Wasser den Drachen für sinnvoller erachten als den Jet. Ich nicht. Ich achte den Drachen generell nicht als sinnvoll. So, und mit dem Jet kriege ich auch alles kaputt, was ich kaputt kriegen möchte. Von daher ist das alles in Ordnung. So. Wunderbar. Unter Wasser laufen ist immer so ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit. Wie man sich vielleicht denken kann. So. Okay. So. Die Fließbänder hier natürlich für den Wikinger gedacht, damit der hier auch langkommt. Und wir merken, Binnendrachen gibt es sowas nicht. Hm. Also, ist der Drache wichtig? Nein. Ganz einfach. Mit dem werden wir hier nämlich nicht rübergekommen. So. Sieht jetzt hier wieder so ein bisschen nach der ersten Welt aus. So. Gut. Dort werden wir jetzt mit dem Drachen rankommen. An das Ding. Aber, das interessiert mich nicht. Da würden wir auch rankommen, aber das interessiert mich dann genauso wenig. Weil ich werde definitiv mein Jet jetzt nicht für so einen Mist aufgeben. So. Oh, da will ich hin. Das will ich mir doch mal ansehen. Oh komm, das war jetzt gemein. Das war jetzt echt gemein.
Das war für den Arsch. Also hol ich mir doch den Drachen. So ein Bullshit, ey. Haben wir hier ein Herz, so super. Will ich eh nicht. So. Nee, das ist echt gemein, dass da dann unsichtbare Blöcke sind, die sich auch von der Seite triggern lassen. Das kennt man so eigentlich nicht aus der Super Mario-Reihe. Ja, da waren unsichtbare Blöcke immer nur von unten triggerbar. Oder generell Blöcke. Na gut. So. Auf jeden Fall nochmal knapp 150 Münzen dazu bekommen. Das gefällt Wario doch sehr. Oh, 2266. Das ist ja auch eine schöne Zahl. Sieht sehr interessant aus. Na super. Ey, ich könnte endlich meine Drachenpower loswerden. Gegen eine Drachenpower. Yay. So, na dann wollen wir doch mal. Ob es bei dir denn schön ist? Sieht ja gar nicht verdächtig aus oder so. Yeah. Okay. Und hiermit haben wir jetzt eine Leiter erschaffen. Wow. So gut. Eine Leiter. So. So. Okay, okay, und runter hier. So, damit haben wir jetzt hier ein bisschen was übersprungen, aber da ist eh nichts Wichtiges. Von daher alles noch in Ordnung. Wow. Ich trau mich nicht so weit runter, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht, ab wann ich da wirklich sterbe. Das ist Innen- und Mittelpunkt, okay. Was? Krieg die jetzt nicht mehr kaputt? Meine Reihe. Oh. Ja, ganz toll. Egal. Passt schon. Irgendwo. Bestimmt. So, ah, oh, sehr schön. Das war ein Skillshot. Das lief doch soweit ganz super. So. Der Gegner ist weg. Gut, dann nehmen wir eben wieder den Drachen. Wenn das Spiel das so möchte, das ist das Beste. Immerhin habe ich dadurch noch einen zweiten Hit. Der einzige Grund, warum ich hier den Drachen mitnehme. Wobei, ja, ich habe ja gesagt, wenn ich keine bessere Power habe, dann. Oder keine andere Power habe, dann nehme ich auch den Drachen. Sehr schön. Und dann wollen wir uns doch hier 29 mal ansehen. Hier haben wir jetzt eine bessere Power. So. Schauen wir doch mal, was wir hier als Wikinger so gerissen kriegen. Ja, ein Gegner, der mir nichts kann. Also so quasi ein ja, ein Goomba aus. Wobei, nein, der macht nicht mal Schaden. Also, das ist nicht mal ein Goomba. Ist auch nicht wirklich mit dem Waddle Dee aus Kirby zu vergleichen, weil die machen ja auch Schaden, wenn sie sich dabei selber killen. So, wollen wir noch mal gucken, wo wir hier den Schlüssel finden. Weil wir haben ja gerade eben schon den, das Schlüsselloch gesehen. Okay, hier ist mein Power-Up. Was wir nicht brauchen. So. Gucken wir doch mal. Es wird wahrscheinlich ein weiter Weg, den wir dann zurücklatschen dürfen. Nur um den Schlüssel einzusetzen. Das behalte ich mir im Hinterkopf. Ich will ihn jetzt noch nicht mitnehmen, den Jet.
weil ich nicht weiß, ob ich ihn nicht vielleicht noch irgendwo getroffen werde. Und ja, da möchte ich so sicherheitshalber mir das dann noch aufbewahren. Okay. Hier ist auch nichts weiter Interessantes. Dann, okay. Ja, da bin ich schon mal nicht die Tür, bevor sie beide tot waren. Auch interessant. Ah ja. Hier komme ich dann wieder hierhin zurück. Super. Also ist der Rückweg gar nicht mal so weit. Wenn man den Schlüssel dann hat, dann braucht man nur durch die richtige Tür zu gehen und man ist wieder am Anfang. Wenn man den Schlüssel allerdings noch nicht hat, dann verlängert das den Weg so ein bisschen. So, also hier will ich jetzt nicht durch. Dann schauen wir doch mal hier oben lang. So, hier haben wir ein Herz, okay. Und hier ist noch eine Tür. Die dürfte mich jetzt aber irgendwie in die Nähe des Schlüssels bringen. Das ist erstmal ein Mittelpunkt, okay. So, was haben wir hier? In der Tür. Was ist denn Tür Nummer 2? Wobei, das ist jetzt schon die Nummer 3. Naja, egal. Nee, okay. Nichts Schlüsseliges. Na, so. Okay. Also weiter im Text. Beziehungsweise weiter in der Stage. So. Hier haben wir ihn hier drin. Und wir hatten Schlüssel. Ja, hier ist er. Okay. So. Ah, ich sehe, was verlangt wird. Sollte nicht allzu schwierig sein. Also darauf und dann hier rüber. Sehr gut. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man da oben nicht in die Beile reinspringt. Aber wenn man darauf achtet, dann ist es auch schon alles kein Problem mehr. So, und dann wollen wir hier nochmal zurück. Ich sag ja Backtracking. Naja. So, hier rein, um wieder zurückzukommen. Und dann können wir jetzt hier auch die Tür öffnen. Und uns unseren nächsten Gegenstand abholen. Weil ich mich immer noch nicht sicher bin, ist das eine Axt oder ein Gummistiefel? Wahrscheinlich soll das eine Axt sein. Aber das könnte genauso gut ein Gummistiefel sein. Nach oben links die Sohle hin. Warum er dann so steht, weiß ich nicht. Aber hey, es ist ein Spiel. Ne? Das kann alles möglich sein. Naja. So, und jetzt ein bisschen Turbo. Weil wir haben nicht allzu viel Zeit. Nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange die Stage noch ist. Nach dem Mittelpunkt. Von daher einmal wirklich hier zack, zack, jetzt. So, hopp. Okay. Weiter geht's. Hopp. Ich will mich hier nicht immer festhaken. So. Nein, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich nicht rein. Dankeschön. So, hier will ich jetzt rein. Okay. Ey, das wollte ich machen. So, okay. Dann hier, weg mit euch. Ah ja, okay, hier ist schon Ende. Na dann, war es ja gar nicht mehr so weit. Dann war der Mittelpunkt da wahrscheinlich nur, weil das Spiel halt wusste, okay, man müsste jetzt nochmal komplett zurück für den Schlüssel. Und falls man dabei stirbt, wegen Zeitmangel, dass man den ganzen Mist nicht nochmal machen muss. So, Kurs 30. Sagt die Uhr, ja, das passt noch. Das ist jetzt gemein. Weil ich sehe dort etwas, wo ich wahrscheinlich meine Stampfattacke brauche. So, du bist jetzt auch mal weg. So. Aber ich will mir die Münzen noch holen.
Und das Herz. Ein Herz für Wario. Mal wieder. Ach komm schon. Das war jetzt gemein. Das war jetzt echt fies. Und unnötig. Na gut. So. Hier, weg mit euch. Hier, na, okay. Nehmen wir einen Drachen. Warum nicht? Bäh. Weil ich nicht mag. Darum nicht. Aber gut. Nein, das wollte ich nicht. So. Das wollte ich nicht. Absolut nicht. So, die Münzen will ich aber. Sind immerhin 12 Stück. So. Und, ja, 12 Münzen sind 12 Münzen. So. Ah, hier sind wir. Okay. So, ich weiß, hier gab es auch irgendwo noch einen Schlüssel. Bin ich mir ziemlich, zumindest ziemlich sicher, dass hier noch ein Schlüssel war. Ja, da war noch einer. Irgendwo. Aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig wo. Das ist mein Problem. Okay, hier schon mal nicht. Hier so auch nicht. Nein. Okay. Hier. Hier ist er. Okay. Wunderbar. I got it. Ich hab ihn. Juhu, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. So. Okay. Na dann. Haben wir hier ein Football. Warum auch immer ein Football so ein großer Schatz wäre. Aber hey. Ist ein Spiel. Akzeptieren wir es. Vielleicht ist er vergoldet. Man weiß es nicht. So, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass das reichen würde. Um daran zu kommen. Noch eine Drachenpower. Okay. So. Lassen wir die Gegner hier einfach mal Gegner sein. Und gehen hier einfach weiter hoch. Oh, sehr schön. Das gefällt. Das gefällt mir schon viel mehr als der blöde Drache. So. Klettern wir hier den Baum hoch. Und ab zum Boss. So. Und jetzt müssen wir eben hier die Gegner in den Kopf schmeißen. So. Upp. Ach komm schon. Ach was? Ehrlich? Bäh. Na gut. Der Boss ist eigentlich nicht schwer. Ich weiß jetzt nicht, warum ich von ihm zweimal getroffen wurde. Aber machen wir ihn dann beim nächsten Mal. Die Folge ist lang genug geworden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.